Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Julian und ich sind mit den Schlauchbooten unterwegs an einem kleinen wilden Fluss. Und es ist einfach nur Wahnsinn hier. Nachdem die Boote gepackt waren, ging es dann endlich auf den Fluss. Und dann haben wir auch ruckzuck einen passenden Uferplatz gefunden. War ein bisschen Arbeit angesagt, haben dann ein bisschen den Platz hergerichtet, die Zelte aufgebaut und dann konnten wir die Routen legen. Diese Stelle hier sieht wirklich mega aus. Wir haben direkt vor den Füßen eine Kehrströmung, flaches Wasser und tiefes Wasser mit richtig viel Holz. Eigentlich genau so eine Stelle braucht man am Anfang, um erstmal zu sehen, wie welche Spots laufen. Und dann ging es dann schon ans Routenlegen. Also optisch schaut die Stelle schon mal mega aus. Wir haben direkt vor unseren Füßen ein Kehrwasser, ein flaches Kehrwasser mit viel Kraut. Ständig rauben da die Barsche und die Rapfen rein. Und wir sind jetzt dran am Routenlegen. Die erste Rute legen wir genau an der Kante, wo es von diesem Flachbereich, diesem Kehrwasserbereich, rein in die Hauptströmung auf 3 Meter runter geht. Und genau obendrauf legen wir die U-Pose, die Strömung drückt den Köder runter in die Kante rein. Und da sind wir gespannt, ob was geht. Ich finde, das ist so der Hotspot der Stelle. Und das wird sich jetzt in den kommenden Stunden dann zeigen. Ich fahre die Stelle von unten an. Wir sind jetzt in der Hauptströmung, also in diesem tiefen Bereich von 3,5 Meter. Und jetzt geht die Kante langsam nach oben zu diesem Plateau, was wir direkt vor die Füße haben. Und genau da kommt dann eben der Köder hin. Ich schaue immer mit einem Auge aufs Echolot. Wir sind jetzt direkt an der Kante, an der aufsteigenden Kante. Ich will den aber ein bisschen oben auf dieses Plateau setzen, weil die Strömung drückt ihn ohne Probleme runter. Und hier schaut es doch top aus. Und dann haben wir wirklich sauber 6 Routen präsentiert und dann ging es schon in die erste Angelnacht. Ja, der erste Einschlag und auf jeden Fall schon mal Zielfisch. Wenn auch klein, aber wir haben den ersten Hängen ganz knapp. Da haben wir eine. Hier haben wir den ersten. Hängt ganz knapp außen an der Haarmontage. Ein schöner kleiner Wels. Lange hat es nicht gedauert. Nach dem Julian sein Fisch und der nächste hat sich die gleiche Rute wieder geschnappt. Anscheinend ist es ein Spot, wo die Fische unterwegs sind. Scheint jetzt auch nicht der größte zu sein, aber komplett egal, die Nacht hat ja noch nicht mal begonnen. Wir haben schon 2 Bisse gehabt. So, da kommt er. Schön sauber im Mundwinkel. Ja, ist er. Jetzt sind erst die Kleinen aktiv. Jetzt wollen wir auch hoffen, dass in der Nacht vielleicht der ein oder andere bessere Fisch kommt. Aber man muss dazu sagen, es ist ein neuer Fluss. Wir sind zum ersten Mal hier und dann mit 2 Fische schon belohnt werden in den ersten 2 Angelstunden. Was will man mehr? Ich habe mit der Leo am Markt schon telefoniert. Und dann habe ich hier. Ja. So, die Dämmerung ist eingetroffen und dann haben wir jetzt den nächsten schönen Wels.
ist schon eine kleine Nummer größer. Unheimlich heller Fisch. Und weg ist er. Das hat ja nicht lange gedauert, bis die ersten Fische und Aktionen kamen. In der Nacht hatten wir dann um 4:30 nochmal einen Biss und einen mittleren Fisch mit 1,30, 1,40 konnten wir fangen. Er war jetzt nicht auf der Kamera, haben wir jetzt nicht extra ausgepackt, weil wir haben gleich gemerkt, es ist jetzt kein Riesenfisch. Aber es ist schon mal ein richtig guter Start in die Tour. Zuerst dachten wir, wir befischen den Platz 2 Nächte, weil er wirklich so universell ist und so viele Bereiche hat. Aber wir werden jetzt heute den Platz wechseln, weil wir wollen noch andere Stellen hier kennenlernen. Wir haben hier nur 4 Nächte, deswegen wollen wir möglichst viel sehen. Und ja, jetzt gucken wir mal, wo es uns hin verschlägt. Wie man sieht, das Camp steht, der Uferplatz ist bezogen und wir werden jetzt sofort die Routen legen, denn nur nasse Schnüre können fangen. Und dieser Platz unterscheidet sich ein bisschen zu dem vorherigen Platz und das zeige ich euch jetzt. Wir sind ein gutes Stück Fluss abgefahren. Oben war die Strömung noch ein bisschen stärker, der Fluss ein bisschen schmaler und hier wird der Fluss wirklich richtig breit, tief und ein bisschen ruhiger. Also wir haben hier Tiefen zwischen 4 und 5 Meter und da werden wir jetzt wirklich dann am Uferbereich im Holz abspannen und auch an der Kante, an der Uferkante U-Posen reinlegen und wirklich aussetzen. Also wir haben auch wirklich dann auch morgen vor, lange und am Tag hier zu bleiben, damit wir wirklich effektive Angelzeit haben, weil umso länger der Köder im Wasser ist, umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wels beißt. Und das ist unser Plan für heute, ob das gelingt. Werden wir sehen, aber wir sind echt optimistisch. Wie man sieht, das komplette Ufer ist eigentlich durchgängig hier voll mit Holz. Es gibt so viele Möglichkeiten, dort zu fischen. Und es macht uns einerseits eigentlich sehr leicht, Stellen zu finden. Andererseits haben auch die Wälze extrem viele Versteckmöglichkeiten. Aber es wird schon werden. Jetzt kommt der Köder noch rein. So, zu der Stelle hier, hier ist es relativ tief und beruhigt. Also wir haben hier 3,5 bis 4 Meter an der Kante, direkt am Ufer. Und wenn man ein paar Meter rein im Fluss geht, kommt dann sofort dann die Rinne mit 4,5 Meter. Und genau da in dieser Kante am Holz liegt dann die abgespannte Rute. Und eigentlich so fischt man auch dann die anderen Routen schön gefächert, dass wir ein paar Meter Fluss abgefischt haben und an irgendeiner Route muss definitiv der Wels dann vorbeikommen. Lange hat es nicht gedauert, die Sonne ist gerade untergegangen. Und schon habt ihr den Leitbiss gesehen. Schauen wir mal, was da zum Vorschein kommt. Der Wels war ein bisschen kamerascheu, kurz vorm Landen ausgeschlitzt. Aber es war jetzt ein kleinerer. Schade, ich hätte ihn trotzdem gern gelandet, aber
Route neu legen, der nächste kommt bestimmt. Ich glaube, da haben wir den ersten guten Fisch dieses Trips. Oh, das steht ganz gut drin. Hier haben wir so 5 Meter Wassertiefe. Und da zeigt sie uns unsere Adrenalin Solid Cat ihre Power. Die Vollcarbonspitzen und ein richtig gutes Rückgrat. Richtig schöne Aktion. Da haben wir eine richtig schöne, starker Fisch. Morgengrauen, einen Biss bekommen, dann fahren wir mal hin zum Fisch und schauen, was da zum Vorschein kommt. Schaut euch diese geile Aktion mal an. Schöne weiche Spitzenaktion und hinten raus kommt jetzt das Rückgrat. Da hat man richtig Reserven noch und der Stock macht einfach nur Spaß. Scheint ein bisschen besser zu sein, der Fisch. Müsste doch langsam kommen. Oh. Ja, geil. So wird man gerne geweckt und so einen starken Fisch. Dieser schöne Fisch hat einen richtig spannenden Drill an diesen kleinen idyllischen Fluss geliefert. Ich bin unheimlich dankbar, die Momente hier am Wasser zu erleben. Es ist einfach göttlich bei einer schönen Sommertour. Ein geiler Fisch zum Morgengrauen auf die neue Solid Cat Route in 2,70 Meter. Schaut jetzt noch ein bisschen anders aus wie die finalen Routen, weil das Design noch nicht fertig ist, aber der Blank und die Ringe, die sind 1:1 wie jetzt hat bei den Routen, die im Herbst auf den Markt kommen. Und die hat diesen Fisch sicher gebändigt und natürlich eine Menge Drillspaß hatten wir. Einfach nur geil. Nun möchte ich euch die neue Routenrange im Detail vorstellen. Angefangen beim Griff mit der hochfesten Gummikappe ist wichtig einfach, weil beim Walleangeln hat man die Rute oft im Rutenhalter, beim Biss zieht man sie raus und da kommen einige Kräfte drauf. Stabil, verklebt und hochfest. Weiter mit dem hochverdichteten EVA-Griff. Der ist mit einem Shrink-Tube überzogen. Das macht es einfach sehr angenehm im Drill und der Griff kann nicht ausreißen oder sonstiges. Jetzt kommen wir zu einem Klassiker, der Fuji DPSH 22 Rollenhalter. Der fast jede Wallerrolle, wo eigentlich für den Einsatz geeignet ist. Also von stationär bis Multirolle, alles passt da rein und es wackelt nichts. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nun kommen wir zum Herzstück der Rute, dem Blank. Der Blank ist ein Solid Carbon Blank. Solid Carbon, warum heißt das so? Hier bei der Steckverbindung ist die Spitze komplettes Vollcarbon. Es bedeutet, dass die Aktion unverkennbar ist.
Der Blank hat eine Spitzenaktion, was zunehmend zum Handteil härter wird. Es ist eine richtig harmonische Aktion, bei der auch selbst kleinere Wälze Spaß machen. Da ist oft bei anderen Routen das Problem, dass sie wirklich so kräftig sind, dass man gar keine Gefühl und keinen Drillspaß bei kleineren Wälzen hat. Den hat man auf jeden Fall bei der Rute und man braucht sich überhaupt keine Sorgen machen, dass man die großen Wälze nicht rausbekommt, da der wirklich zunehmend zum Handteil wirklich härter wird und da kommt dann wirklich die Power richtig raus aus dem Handteil. Es ist eine extrem ausgewogene Rute, wie man sieht, auch sehr dünner Blank und mit diesen drei Längen, was wir haben, decken wir wirklich die komplette Angelei auf Wels ab. Wir haben drei Längen in 2,70 Meter, 2,90 Meter und 3,10 Meter. Jede hat ihren gesonderten Einsatzzweck und da kann man eben auswählen, mag man eher kürzere Routen oder längere Routen für die Longrange-Fischerei oder man fischt vom verankerten Boot, dann nimmt man dann die 2,70er-Route. Und wenn man eine Universalroute will, rate ich zu der 2,90er, weil mit der kann man alle Fischerei auf Wels machen. Zum Schluss möchte ich noch kurz auf die Ringe eingehen. Grundsätzlich sind alle Ringe unterwickelt und sehr dezent gehalten. Es ist diese Anti-Tangle-Form von den Ringen. Die habe ich ausgewählt, weil die Ringe einerseits meiner Meinung nach sehr schick aussehen, also nicht zu klobig. Und man braucht sich keine Gedanken machen, dass die Ringe irgendwie nachgeben oder zu schwach sind. Und die passen wirklich vom Design gut zur Rute. Und auch der Schlagschnurknoten, was man beim Wallerangeln ja oft verwendet, eine Schlagschnur, geht hier ohne Probleme durch, auch wenn ein bisschen Kraut dran ist. Die Ringe sind so dimensioniert, dass man überhaupt keine Probleme hat, wenn ein bisschen Dreck an der Schnur ist oder der Schlagschnurknoten kommt. Also deswegen ist diese Rute wirklich extrem durchdacht und einfach für den Einsatz bereit. Von Wallerangler für Wallerangler, das ist die Solid Cat Range. Anscheinend hatten wir den richtigen Riecher, den Platz zu wechseln. Wirklich diese zwei starken Fische von heute Nacht, die geben wirklich Vertrauen in die Stelle. Deswegen werden wir einfach nochmal hier unterm Tags noch fischen und noch eine Nacht, weil wir wollen es einfach ausangeln. Wir haben vier Angelnächte Zeit und da wir dann eine effektive Angelzeit wollen und jetzt nicht den halben Tag einen neuen Platz suchen, sind wir hier geblieben. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz mit der Vertikalrute und dem Wallerholz den Fluss mal hinabtreiben und vielleicht kommt ja dann da der ein oder andere Wels. Das wäre auf jeden Fall richtig cool unter der Mittagszeit. Ich habe gerade geschaut, der Julian ist gerade am Fiedern, fängt noch ein paar Köderfische. Also dann müssten wir für die Nacht bestens gerüstet sein und ich schnapp mir die Rute und treibe mal ein paar Flusskilometer ab. Da hatte ich gerade einen Steiger, der hat mal kurz die Würmer genommen. Schade. Jetzt schauen wir mal nach. Ja. Jetzt machen wir nochmal die Drift. Ah, das war aber jetzt halt wahrscheinlich kein großer. Da war er. Gerade ein Biss gehabt, ey, das gibt's doch nicht. Das Vertikalangeln hier mit dem Wallerholz war eher semi-gut. Es lagert einfach daran, die Drift von dem Fluss, also die Fließgeschwindigkeit ist viel zu schnell. Ich hatte eine durchschnittliche Drift von 2,5 km/h. Steiger hatte ich teilweise auch, ganz schnelle Steiger, die sind hochgekommen, sofort wieder abgedreht und tatsächlich einen Biss auf freier Strecke. Aber es war nur so ein Rumgezupfe auf die Würmer. Und dann habe ich zum Schluss noch eine Brücke entdeckt, flussab, dann bin ich mit dem Boot hingefahren und tatsächlich dahin am Brückenpfeiler habe ich so einen strömungsberuhigten Bereich gehabt und da kamen dann zwei Bisse. Aber ich gehe davon aus, dass das wirklich ein ganz kleiner Wels war und dass der gleiche Fisch war, weil ich habe da zwei Driften gemacht. Dann beim Zurückfahren
hat es das Regnen angefangen und es hat sich wirklich zugezogen. Den ganzen Abend hat es dann geregnet. Wir haben so ein Tarp aufgebaut, waren dann darunter gesessen. Es war eigentlich ganz entspannt, wir wurden nicht nass. Aber die Fische hatten vorerst nicht so Lust. Dann wurden wir entschneidert für die Nacht. Der Julian hat einen schönen Anfangsfisch gefangen. Den zeige ich euch jetzt hier. Den ganzen Tag hat es wie auf Strömen geregnet. Und jetzt ist der erste Wels eingestiegen. Und wir hoffen jetzt, dass sich der Regen weiter lichtet und die Welse aktiv werden und wir euch noch weitere solche tolle Exemplare präsentieren können. Drückt uns die Daumen. Wir waren dann noch einige Zeit draußen gesessen und kurz vor 12 Uhr im Dauerregen kam dann noch ein Fisch auf der U-Pose. Den haben wir leider nicht auf der Kamera, weil es hat einfach geregnet. Das war so ein Fisch der Meterklasse und dann haben wir uns abgelegt. Erst früh am Morgen um 5 Uhr hat dann das Regnen aufgehört und dann konnten wir relativ zeitnah nach dem Aufstehen das ganze Camp zusammenpacken, die Routen reinholen und ein bisschen Ordnung machen, weil es war ein bisschen chaotisch am Abend, alles nass. Und jetzt geht es an einen neuen Uferplatz. Wir wissen noch nicht wohin, wir fahren jetzt noch mal ein bisschen flussauf, schauen uns ein paar Stellen an und dann werden wir mit Sicherheit den letzten Uferplatz für die Tour finden. Als wir dann ein gutes Stück mit den Schlauchbooten wieder flussauf gefahren sind, haben wir eine sehr interessante, langgezogene Außenkurve entdeckt, die wir anfischen wollten. Auf der anderen Seite war dann, ja, ich sag mal, ein akzeptabler Uferplatz. Ein bisschen was musste man hier an Arbeit noch reinstecken, aber jetzt sind wir fertig und es wurde ja wirklich ein toller Uferplatz wieder, von dem man super aus fischen kann. Wir befischen diese langgezogene Außenkurve mit U-Posen und Abspannmontagen. Das Schöne daran ist, da ist extrem viel Holz und so Hecken direkt am Ufer. Und da bricht sich genau die Strömung. Und wir haben da so einen strömungsberuhigten Bereich. Und den können wir wirklich sehr gut anfischen. Weiter flussab haben wir dann auch noch einen Zugang zu, das ist so ein Altwasser, sage ich jetzt mal. Also sieht wie so ein Altwasser aus. Und da hat man eine wirklich sehr, sehr schöne Kehrströmung mit 4 Meter Wassertiefe. Also die Spots hier, die schreien regelmäßig nach Fisch. Und ja, als dann die Routen endlich gelegt waren, hat es auch nicht lang gedauert. Da kommt der nächste Fisch am neuen Platz. Ist jetzt auch wieder kein Riese, aber Fisch ist Fisch. Ja, da haben wir den Racker. Der geht jetzt wieder zurück, dass er wachsen kann. Das gibt doch schon mal Vertrauen in den Platz. Die letzte Nacht steht jetzt an und wir hoffen einfach, dass wir heute noch mal die Chance auf einen guten Wels haben. Ah, das ging zügig. Nach dem Fisch von Julian auf die gleiche Route Biss bekommen. Er fühlt sich jetzt ein bisschen besser an. Also, wir sind echt gespannt, was da jetzt zum Vorschein kommt. Die Route haben wir weiter abgespannt, so auf 180, 190 Meter. Und da kam zum Einsatz unsere Solid Cat in 3,10 Meter. Da hat man selbst auf der großen Distanz die Sicherheit, einen sauberen Anhieb zu setzen und natürlich schön die Schnur aus dem Wasser zu bringen. Ja. Hier ist der schöne Fisch. Schön eingestiegen. Habe erst gedacht, er ist ein bisschen größer. Lag auch an der Strömung wahrscheinlich, weil ordentlich Strömungsdruck drauf war. Hat er sich reingestellt. Und ja, aber richtig guter Start in die Nacht. 2 Fische haben wir ja schon. Und ja, was jetzt noch kommt in der letzten Nacht, ist Bonus. Aber wir sind guter Dinge, dass dann noch die ein oder andere Rute krumm geht. Heute ist kleine Schnappis. Da machen wir gar nicht lang rum. Schön im Maulwinkel sitzt die Haarmontage. Haken raus, Fisch zurück und Rute neu legen. Was für eine Nacht. Also viel haben wir nicht die Augen zugebracht. Wir hatten ständig Aktionen, viele Fehlbisse auch leider. Also wir vermuten, es waren einfach kleinere Fische. Und dann gegen 3 Uhr nachts
hat Julian noch mal einen richtig schönen Fisch gefangen. Er kam eben auf der anderen Uferseite an der Hecke, ist dann schön Fluss abgegangen, guten Drill hat er geliefert. Ja, schöner Abschlussfisch, sage ich jetzt dazu, weil die Tour ist jetzt leider schon zu Ende. 4 Nächte waren jetzt halt hier an diesem kleinen wilden Fluss und sind echt begeistert hiervon, also von dem Gewässer. Es war echt geil und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielmehr hoffe ich auch, dass ihr den Kanal abonniert, denn von solchen Videos, also von solchen Touren, kommen noch definitiv mehr Videos. Bis dahin, euer Sebastian.